Boutique Hotel Donauwalzer, mein Name ist Andreas. Grüß Gott, was darf ich für Sie tun? Ja, ja. Entschuldigen Sie, einen ganz kurzen Moment. Ja, herzlich willkommen bei Made in Austria, Folge 6. Wir sind diesmal bei einer Firma, die den Reifegrad der Früchte und das Wetter vorhersagen kann. Und hier sind wir in einem Hotel, in dem wäre die Sissi gerne gewesen. Ja, schauen Sie sich einmal ein bisschen um, ich muss hier weitermachen. Ah ja, wäre das für eine Person oder Ihr Gatte ist dabei? Das ist doch schön. Der Ausländerfremdverkehr bringt also Geld ins Land, er vermehrt unser Volkseinkommen. Der Tourismus in Österreich hat sich seit den 50er Jahren zu einem treibenden Geschäft entwickelt. Keine andere Branche ist in allen Regionen des Landes so verwurzelt wie die Hotellerie. Aber was hat das mit Export zu tun? Touristen und Geschäftsreisende haben einen Anteil von 15,3% am Bruttoinlandsprodukt und genau deshalb ist die Hotellerie ein Hidden Champion. Immerhin wird der Umsatz mit dem Ausland gemacht, obwohl das Hotel immer am selben Ort bleibt. Allein 2018 schlugen 150 Millionen Menschen die Bettdecken in heimischen Hotels um. Siegbert, Hoffrau, Mann, was ist? Na, Andreas. Oh, die Chefin. Wie geht's dir im neuen Job? Gut, super, voll spannend. Wobei, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen abgearbeitet und das Spa wäre jetzt ganz cool. Das ist ausgemacht, dass wir ins Spa gehen, oder? Ja, wir gehen auf alle Fälle dann in den Spa später. Ja, ja. Komm jetzt einmal mit, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Zu tun? Aber ich habe eh schon so viel gemacht. Das Boutique Hotel Donauwalzer zählt seit 1901 zu einem dieser Traditionsbetriebe. Katharina Kluss führt das Hotel in zweiter Generation mit ihrem Mann Klaus Kluss. Ein architekturgewordenes Lied der Gastlichkeit. Erste Frage, liebe Katharina, wieso sind hier keine Reißverschlüsse dran? Weil das nicht Haushaltsbettwäsche ist, sondern ganz klassische, echte Hotelbettwäsche, mein lieber Andreas. Was mir noch aufgefallen ist, ist wirklich mal als ernsthafte Frage, wieso gibt es hier eine Bühne? Diese Wiener originale Zimmer haben wir Wiener Traditionsbetrieben gewidmet. Und wie qualifiziert man sich als Wiener originale Partner? Ganz einfach. Du musst sein, ein Familienbetrieb, seit über 100 Jahren und in Wien. Also so wie wir, ein Wiener Traditionsbetrieb. Wow, das ist schön. Katharina, was sagst du? Hm? Sehr bemüht, lieber Andreas. Schön, aber es ist gut, dass die Hausdame dann noch einmal drüber schaut. Wo gehen wir jetzt hin? Ab ins Landmannzimmer. Landmannzimmer. Dort geht's weiter. Jawohl. Schaut gut aus. Ja. Ha. Für so ein Hotel braucht man eigentlich eine Vision als Direktorin. Wo geht's hin in den nächsten 20 Jahren? Also mein Hauptziel und was mich wirklich freuen würde, ist, wenn wir es schaffen, dass unser Hotel, wenn man an gute Hotels in Wien denkt, als eines der Top-Privathotels in Wien genannt wird. Wo geht man hin? Ins Donauwalzer. Aber ihr seid ja jetzt schon wirklich gut gebucht. Es kommen viele Gäste aus dem Ausland. Wie schafft man das, dass die zu euch kommen? Was ist da USP? Also erst einmal glaube ich, dass wir sehr gutes Marketing und gute Werbung fahren, aber beste Marketing und beste Werbung nützt dir nichts, wenn die Qualität und die Leistung und vor allem auch das Ambiente und das Feeling im Haus nicht passen. Und das ist etwas, was wir hier im Haus wirklich gut rüberbringen. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Können wir gehen? Das sagst du, mein lieber Andreas. Danke, dass du die Hälfte des Tisches geputzt hast. Die zweite Hälfte ist noch unten. Also, okay, dann. Okay. Komm, Andreas, jetzt sind wir im Fiakerzimmer. Schön. Ja, 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 ja. Papa. Welches von diesen wunderbaren Zimmern kommt denn so am besten an? Also von unseren über 20 Wiener Originalezimmer ist eindeutig das Zimmer, das wir in der Wiener Traditionsbierfirma gewidmet haben, dass das am meisten gebucht und am besten angenommen wird. Welches sind dann eigentlich so die Gäste, die du am liebsten hast? Also am liebsten sind natürlich die Sympathischen, mit denen du Schmäh führen kannst und die sich einlassen auf die Stadt und die einfach auch mitmachen hier in diesem Familienbetrieb, die sich wohlfühlen, ganz klar. Aber ehrlicherweise als Gastgeber, du musst dich einfach an die verschiedenen Kulturen, Nationen, du musst dich anpassen und das macht es auch spannend, dass die Welt zu dir kommt. Wir haben sämtliche Nationen, Europa, Asien, Australien, alles kommt hierher nach Wien zu uns und da macht es einfach schön, die Leute kennenzulernen. Hallo Klaus, servus. Servus Andreas. Deine Frau hat mich geschickt, ich soll dir helfen. Was darf ich machen? Dann nimm die Gießkanne und gieße unsere Pflanzen. Ja, mach ich.
Super. Super, das soll ja schön wachsen jetzt. Sehr gut. Ja. Perfekt machst du das. Du Klaus, ich habe über dich erfahren, du hast ja schon einiges gemacht in deinem Leben. Also du warst Operationsassistent, du hast wahnsinnig viel Sport gemacht, Leistungssportler, Fahrtechniktrainer. Mhm. Jetzt bist du Quereinsteiger im Hotelbetrieb. Was ist da das Besondere? Was muss man da können? Du, ich habe immer gern mit Personen zusammengearbeitet und mit Personen kommuniziert und im Hotel ist es genauso. Es kommen viele Gäste, wir plaudern viel mit unseren Gästen, wir versuchen natürlich auf die Wünsche unserer Gäste einzugehen und das ist, macht Spaß. Mhm. Welche sind so die für deine Lieblingsgäste, wo du sagst, das ist super, dass die wieder kommen? Du, wir haben ganz viele Stammgäste, Gott sei Dank, die kommen regelmäßig und da baust dann schon Beziehung auf und freust dich, dass sie kommen, ob jung oder alt, das ist super. Also es mischt sich gut durch, würde ich sagen. Du, ich finde, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon genug gearbeitet. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen ins Spa gehen, ist das okay? Bitte, ja. Ist auch wärmer. Ja, danke. Auf geht's. Danke. Baba. Vierte. So, das habe ich mir jetzt wirklich verdient. Oh, ja. Ja, das ist cool. Ja, cool. Mein Gott. Oh Gott. Nichts passiert. Ja, vom gemütlichen Spa. Jetzt sind wir im köstlichen Heidelbeerland in der Steiermark in der Nähe von Feldbach. Hier werden Sensoren verwendet, weil das Klima immer wichtiger ist, die es den Bauern erleichtern sollen, seine Schützlinge zu pflegen. Und das schauen wir uns jetzt an. Im Heidelbeerland von Johannes Pankater wachsen auf einer Fläche von 25 Hektar ca. 200.000 Pflanzen. Jährlich wird von Juni bis September geerntet. Um die kleinen Leckerbissen immer im Blick zu haben, verwendet Johannes Pankater Sensoren der Firma Pestel Instruments. Ah, servus. Hallo. Johannes. Hallo Andreas. Das sind die berühmten Sensoren? Genau. Da haben wir zwei Arten von Sensoren. Das ist die Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Die Pflanzen erwachen aus dem Winterschlaf und die werden jetzt frostsensibel. Also wenn es gefriert, kann das den Blüten Schäden machen. Also weil wir die Temperaturen jetzt ganz genau wissen. Mhm. Und das gehört zum Bodensensor. Der misst die Bodenfeuchte, dass wir immer genau wissen, wie feucht ist es dort. Wenn es zu trocken wird, dann gibt der Sensor ein Signal an die Bewässerung und dann wird automatisch Wasser nachgeliefert. Also du spielst hier ein bisschen der Wettergott, ne? Du machst alles selber. Wir probieren es. Draußen brauche ich keine Wetterprognose mehr machen. Wow, cool, das hat mich neugierig gemacht. Die Sensoren schaue ich mir jetzt an bei Pestel Instruments. Das digitale Zeitalter ist da. Es ist nicht nur ein Teil unseres täglichen Lebens geworden, sondern es hat auch begonnen, die Landwirtschaft völlig zu verändern. Sowas würde ich gerne zusammenbauen. Vor genau 35 Jahren wurde Pestel Instruments von Gottfried Pestel ins Leben gerufen. Seine Sensoren sind mittlerweile weltweit im Einsatz und sind die Exportschlager, wenn es um Mess- und Sensortechnik im Bereich der Landwirtschaft geht. So, das ist jetzt der Chef, der soll mal von den Anfängen berichten. Hey! Servus Gottfried! Grüß dich! Servus! Danke, dass du Servus, Zeit Andreas. Hast! Alles Gute! Wie geht's? Sehr gut! Toll war's draußen am Heidelbeerfeld! Echt? Ja, das war echt war ein bisschen kalt, spannend. Oder? Nein, aber mir hat es total getaugt, dass er quasi der sich sein eigenes Wetter da macht. mit deinen Sensoren. Das ist irre. Wie bist du auf so eine Idee gekommen? Naja, das ist schon lange her. Also wir haben in den 80er Jahren begonnen, Schorfwarngeräte zu entwickeln. Für Apfelschorf? Apfelschorf, ja. Also die schwarzen Flecken am Apfel, die jeder kennt. Die keiner kennt, will, ja. Die keiner will und jeder kennt. Und das war das erste Gerät. Also da sieht, also das war im Betrieb, im Haus ist das Gerät gestanden, hat also den Bauern informiert, wann die Apfelschorfinfektion kommt. Also ich habe es ganz regional hier bei den Obstbauern in der Oststeiermark angefangen, aber dann ist es so sehr schnell in den Export gegangen. Naja, wir hatten dann die Ambition, relativ schnell die nächsten Schritte zu setzen, professionelles Design zu machen und wirklich also auf den Weltmarkt zu gehen. Und das ist der erste glückliche Besitzer. Wo ist der zu Hause? Oh, der ist ziemlich weit weg. Ja? Er ist in Argentinien, in der Pampa Humida. Die Technologie ist sprunghaft weitergegangen natürlich. Mittlerweile können die Dinge also wirklich fast alles messen, was man sich vorstellt. Von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Blattnässe. Das ist der Blattnässe-Sensor, der simuliert die Blattnasszeiten im Feld und auch die Windgeschwindigkeit und so weiter. War das aufregend. Das würde ich gern genauer wissen. Darf ich mit einem Cheftechniker vielleicht sprechen? Absolut. Ich werde ihn gleich rufen. Michael. Hallo. Darf ich dir den Herrn Hallo. Andreas vorstellen? Servus. Servus, Michael. Er wird dich jetzt durch die Firma führen und ich werde zum nächsten Kunden gehen. Hat mich sehr gefreut, André. Danke auch. Danke, alles Gute. Danke. Also, tschüss. War super interessant. Ja. Was macht sie hier? Hier sind wir jetzt in der Entwicklungsabteilung.
Wir machen hier im Haus Hardwareentwicklung, da drüben die Softwareentwicklung. Was muss so ein System können, damit es wirklich funktioniert und damit der Kunde zufrieden ist? Das Wichtigste für ein System, das draußen steht, im Feld steht, ist, es muss robust sein. Es muss 24 Stunden, 7 Tage die Woche funktionieren, gute Daten liefern. Es darf möglichst wenig Energie verbrauchen und sie müssen auf der ganzen Welt funktionieren. Hier werden die Boards programmiert. Der Ottavio, unser Kollege aus Brasilien, ist dafür verantwortlich. Hi. Hello. Ottavio, you have a Lorraine board for me? Sure. Thank you so much. Und mit diesem Board gehen wir zwei jetzt in die Produktion. Und machen was? Und wir machen eine Lorraine. Eine Lorraine. Und wir haben jetzt die fertige Platine in der Hand. Ja. Und wir kümmern uns jetzt um die Montage einer Lorraine. Auf das freue ich mich schon am meisten. Ich darf dich bitten, dass du das gleich selber machst. Die Platine da raufstecken. Die Platine hinterm Kabel reinstecken und dann schließen wir die Kabel, die Sensoren einen nach dem anderen an. Ach so, in diese Schienen? Jawohl, in die Führungen da rein. Also bei der Geschwindigkeit kriegen die nie ein Gerät. So, und jetzt, das habe ich gemacht. So, wir hätten den Regensensor, ja. Wir hätten den Temperatur-Luftfeuchtesensor. Ja, ja. Jetzt brauchen wir Power-Management. Wir brauchen einen Superkapazitor. Das passt von der Form da her. Andersrum. Andersrum. So. Hast du die selber überhaupt schon mal zusammengebaut? Hunderte. Ja. Jetzt sind wir drin, oder? Nein, auf der Seite. Nein, das sind ist, draußen. Das ist nicht so einfach, wie du glaubst. Ach doch, es ist nicht so schwierig. Passt. Schaut gut aus. Das so. Schön. Achtung, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ha! Wunderbar. Super. Zack. Und drinnen ist sie. Jetzt hat man wirklich gemerkt, dass du das schon einmal gemacht hast. Ja. Super. Und das ist jetzt die... Die Lorraine? Das ist die Lorraine. Und die ist fertig für den Export? Die ist fertig für den Export. Deine Lorraine, diese Lorraine, die geht nach Holland. Nach Holland? Aufs Hanffeld. Natürlich. So wie Kunden. Gratuliere. Danke, Michael. Gerne. Danke, Michael. Ja, ich lerne hier wirklich jede Folge mehr über Export. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Und Sie sind wieder dabei, wenn es heißt, kleines Land, Big Players, made in Austria, grenzenlos erfolgreich. Euer Andreas Jäger.